Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren. Ja, manche Sachen, die scheinen auf den ersten Blick ganz einfach zu sein. Beim Fußball ist das ja zum Beispiel so, man könnte meinen, ein hochbezahlter Fußballprofi sollte doch mit Leichtigkeit einen Ball mit 22 cm Durchmessern in ein fast 18 Quadratmeter großes Tor schießen können, zumal aus nur 11 Metern Entfernung. Aber manchmal treffen eben die besten Spieler auch aus kürzester Distanz nicht, weil der Erfolgsdruck vielleicht zu hoch ist, weil der Winkel nicht passt, weil der Torwart einfach zufällig in die richtige Ecke springt. Es geht eben doch um mehr als das Runde aus 11 Metern Entfernung ins Eckige zu schießen. Und so ist es eben auch beim Nordrhein-Westfalen-Haushalt 2024. Es ist nicht so einfach, wie es auf den ersten Blick scheint. Er steigt um 7,2 Milliarden Euro an und trotzdem ist er in vielen Bereichen geprägt von Einsparungen und notwendigen Priorisierungen. Ja, wie gern würden wir auch aus dem Vollen schöpfen, wie es vor 2022 möglich war. Die Steuereinnahmen, die wuchsen immer weiter und weiter und alle gewöhnten sich dran und dachten, so geht's immer weiter. Aber das ist eben absehbar vorbei. Aber das Lamentieren, das bringt ja nichts. Wir übernehmen Verantwortung. Wir arbeiten mit dem, was da ist und sorgen gleichzeitig für zukünftige Krisen vor. Wir machen NRW zukunftsfest. Auf den ersten Blick sieht ein um 7,2 Milliarden Euro erhöhter Landeshaushalt also nach besseren Rahmenbedingungen aus. Wie so ein Ball auf dem Elfmeterpunkt, einfach zielen und fertig. Aber auf dem zweiten Blick ist es eben komplexer. Dann wird klar, mit welcher Häufung von tiefgreifenden Veränderungen und Krisen und damit verbundener Herausforderungen wir es zu tun haben. Die Folgen der Klimakrise setzen uns alle persönlich, unsere Städte und Gemeinden, unsere Wirtschaft und auch uns als Politik unter großen Anpassungsdruck. Die älter werdende Gesellschaft sorgt zusammen mit einer jahrelang verschlafenen und immer noch nicht alle Potenziale nutzenden Einwanderungspolitik für einen Arbeits- und Fachkräftemangel. Das stellt uns in allen Bereichen vor große Herausforderungen, ob Kitas, Handwerk, Wirtschaft oder Industrie. Die Digitalisierung und Automatisierung verändern rasant Abläufe und Regeln unserer Wirtschaft und unseres sozialen Miteinanders. Und die historisch gewachsene Verwaltungsstruktur ist dann oft nicht schnell und nicht flexibel genug, um auf die Dynamik dieser Wirklichkeit zu reagieren. Für sich alleine genommen wäre jede dieser Veränderungen und jede dieser Krisen schon herausfordernd genug. Und sie kommen zusammen und dann kamen aber in den vergangenen Jahren noch eine Pandemie, der Ukraine-Krieg, ein Energiepreisanstieg und Inflation hinzu. Und das alles zusammen prägt unseren Landeshaushalt. Und dann wird es leider noch schwieriger. Der Bund versucht, seine Haushaltslöcher zu stopfen, indem er den Ländern und Kommunen das Fundament entzieht. Und ohne Fundament kann kein Haus stehen und keine Kommune und kein Bundesland ihren BürgerInnen gute Rahmenbedingungen schaffen. Das Entlastungspaket 3 aus dem Herbst 2022 sorgt in NRW für jährliche Mindereinnahmen in Höhe von 4 Milliarden Euro. Und das war bereits die erste Destabilisierung dieses Fundaments. Und jetzt drohen neue Belastungen für die Kommunen, beispielsweise durch das sogenannte Wachstumschancengesetz. Dieses Gesetz wäre zwar ein erster wichtiger Schritt für die Ankurbelung der Wirtschaft, und es sind auch gute Punkte enthalten, wie zum Beispiel die Prämie für klimafreundliche Investitionen. Doch der Grundsatz muss doch gelten, wer bestellt, muss auch bezahlen. Und eine weitere Belastung, auf Kosten der Kommunen in Nordrhein-Westfalen ist in der jetzigen Situation einfach weiter destabilisierend und schlicht verantwortungslos. Auch beim Landeshaushalt 2024 gilt natürlich das erste Strucksche Gesetz, also kein Gesetz verlässt das Parlament so, wie es hineingekommen ist. Und das wird auch in diesem Jahr nicht anders sein. Die Erfahrungen der vergangenen Jahre deuten darauf hin, dass es wieder zu kurzfristigen Anpassungen kommen kann, sei es wegen haushaltsrelevanter Überraschungen aus dem Bund oder eben veränderter steuerlicher Einnahmen. Und häufig ist dann ja in so einem Fall das Geschrei der Opposition besonders groß. Ich sehe schon die Überschriften quasi vor mir. Und auch hier gilt, vermeintlich einfache Antworten
klingen zwar gut, helfen aber nicht weiter. Was wäre es denn für ein Armutszeugnis für eine Regierung, für ein Parlament, wenn wir nicht auch kurzfristig auf neue Herausforderungen reagieren könnten? Diese Regierung, diese Koalition reagiert schnell, ist bereit, auch mal über den eigenen Schatten zu springen. Und wenn nötig, stellen wir auch eigene Entscheidungen in Frage, weil uns das Wohl unseres Landes, seiner Menschen und der Unternehmen wichtiger ist als die schnelle Schlagzeile. Die vielen Krisen, die schlechten Nachrichten, die Unsicherheit und das politische Gegeneinander statt Diskussionen über die besten Ideen, all das verunsichert gerade viele Menschen. Rechtspopulisten und Demagogen schüren genau diese Ängste und gießen durch Lügen und Verschwörungserzählungen noch Öl ins Feuer. Als DemokratInnen sollten wir die Verunsicherung und Zukunftsängste der Menschen sehr ernst nehmen und der Versuchung tunlichst widerstehen, ihnen einfache Antworten entgegenzusetzen. Wir DemokratInnen sollten gemeinsam unserer Verantwortung für die hier lebenden Menschen gerecht werden. Und natürlich haben dabei Regierungsfraktionen und Oppositionsfraktionen unterschiedliche Rolle, gar keine Frage. Aber eigentlich hatte ich gehofft, dass wir uns einig sind, dass die demokratischen Fraktionen gemeinsam Verantwortung für die Menschen in Nordrhein-Westfalen tragen. Und die heutige Debatte, Herr Ott, Ihr ohrenbetäubender Auftritt, der war an der Stelle leider nur Verantwortungslosigkeit pur. Sie benutzen hier das Parlament für die eigene Profilierung von einem SPD-Parteitag. Sie haben heute 160 Jahre SPD-Tradition selbst mit Füßen getreten. Und dann passt es auch leider ins Bild, wenn dann die SPD mit der Beantragung ihrer aktuellen Stunde zur Flüchtlingsunterbringung für die morgige Sitzung Narrative verstärkt, die wir sonst von den Rechten kennen. Und es ist nämlich auch Ihre Verantwortung, liebe SPD, vor Ort mit all Ihren 83 BürgermeisterInnen und 13 OberbürgermeisterInnen daran zu arbeiten, wie Sie das Land mit Flächen oder Immobilien unterstützen können, damit wir die Situation vor Ort für alle verbessern. Das ist Ihre Verantwortung. Wir stehen gemeinsam in Verantwortung. Alle, ja, natürlich tun wir das, alle gemeinsam. Alle demokratischen Parteien auf allen politischen Ebenen, ob in den Kommunen, in den Kreisen, im Landtag oder im Bundestag. Stehen auch mit in Verantwortung Verbände, die Wirtschaft, die Menschen, die Medien. Wir alle sollten an einem Strang ziehen. Dann können wir die Herausforderung unserer Zeit meistern. Die Menschen erwarten zu Recht von uns, den demokratischen Kräften in Parlamenten, dass wir uns zusammenraufen und im Sinne der Menschen Politik machen. Gemeinsame Verantwortung zu übernehmen würde heißen, dass der Bund gemeinsam mit den Ländern die Kommunen und Menschen unterstützt. Ob bei den Altschulden, bei der Finanzierung der Unterbringung von Geflüchteten, mit der Kindergrundsicherung oder beim Klimaschutz. Und ich sage ganz ehrlich, ich würde so gerne nicht mit dem Finger nach Berlin zeigen müssen. Ich würde so gern daraus eine ausgestreckte Hand machen. Aber alle Hilferufe, alle Warnhinweise werden schlicht und einfach ignoriert. Und sowohl der Bundeskanzler als auch der Finanzminister machen sich aus dem Staub und lassen Länder und Kommunen alleine. An jedem Tag flüchten Menschen vor Krieg und Verfolgung zu uns. Sie erhoffen sich Sicherheit, Stabilität und eine neue Heimat. Die meisten Menschen, die zu uns flüchten, haben eine gute Bleibeperspektive. Sie kommen aus dem Iran, Irak, Afghanistan oder Syrien oder aus der Ukraine. Und diesen Menschen eine würdige Unterbringung zu ermöglichen und eine Perspektive zu geben, das schaffen wir nur dann, wenn wir gemeinsam anpacken. Die Hinhaltetaktik des Bundeskanzlers von Ministerpräsidentenkonferenz zu Ministerpräsidentenkonferenz ist einfach unwürdig und mit seiner Verantwortung nicht zu vereinbaren. Es wird Zeit, dass es endlich eine dauerhafte und dynamische Beteiligung des Bundes an den flüchtlingsbezogenen Kosten gibt. Applaus
Und bei der Altschuldenlösung droht leider dieselbe Hängepartie. Trotz Versprechungen im Ampel-Koalitionsvertrag rührt sich der Finanzminister nur sporadisch, wenn überhaupt, schnell war an einer einzigen Stelle, nämlich bei der Kritik des NRW-Vorschlags kurz vor der Sommerpause. Da ist er dann auf einmal ganz schnell geworden. Aber nun ist er eben jetzt wirklich am Zug. In den Gesprächen mit den kommunalen Spitzenverbänden konnten wir ein Zwischenergebnis erzielen, das den Kommunen endlich die Planungssicherheit gibt und gleichzeitig den sicheren Einstieg in die längst überfällige Altschuldenlösung bedeutet. Bei steigenden Zinsen und sinkenden Steuereinnahmen ist das gar kein leichter Zeitpunkt, um eine solche Lösung zu verhandeln und zu finden. Aber der beste Zeitpunkt liegt nun mal schon einige Jahre zurück und daher mussten wir mit dem zweitbesten Zeitpunkt Vorlieb nehmen und dieser ist nun mal jetzt. Mit der von den kommunalen Spitzenverbänden geäußerten Unterstützung sendet NRW ein ganz starkes Signal nach Berlin. Und ein noch stärkeres Signal, nämlich eine gemeinsame Erklärung von Landesregierung und Kommunen, die wurde verhindert. Die SPD-Oberbürgermeister, denen waren Parteitaktik wichtiger als eine Lösung für ihre eigenen Städte. Und das ist doch Unehrlichkeit in Reinform. Ich muss leider weiter nach Berlin schauen, denn auch beim Deutschlandticket warten wir vergeblich auf klare Zusagen für 2024. Das Erfolgsmodell, das so viele Menschen zusätzlich in Züge und Busse gebracht hat, wird aus rein ideologischen Gründen von Wissing und Lindner vor die Wand gefahren. Mit dem Sozialticket für NRW und dem Angebot für das Schülerticket sorgen wir dafür, dass das Deutschlandticket für alle Menschen in NRW bezahlbar wird. Denn Mobilität darf keine Frage des Geldbeutels sein. Immer mehr Menschen verlieren das Vertrauen in die Politik, in die demokratischen Institutionen und in den Staat. Das sollte uns alle beunruhigen. Und wir sollten auch uns hinterfragen. Unsere Art der Kommunikation, unsere Art des Streits und vielleicht auch der Themensetzung. Und grundsätzlich sollten wir aber auch hinterfragen, woher kommt der Eindruck, unser Staat sei nicht mehr handlungsfähig? Kommen einfach zu viele Dinge zusammen, die im Alltag der Menschen den Eindruck erwecken, der Staat und seine Institutionen wären einfach nicht vorbereitet auf die schon lange bekannten Krisen? Man fragt sich ja, warum muss ich eigentlich in x Apotheken fahren, um Fiebersäfte oder Antibiotika zu bekommen? Wieso dauert es so lange, bis eine Brücke neu gebaut ist? Wieso muss ich im Rathaus Formulare ausfüllen, statt online alles zu erledigen? Warum fällt eigentlich der Zug schon wieder aus? Und warum kann der Staat die Schuldenbremse für Panzer umgehen, aber nicht für Kinder, Klima oder Kommunen? Viel zu lange wurde in zu vielen Politikbereichen einfach so weitergemacht wie bisher. Und viel zu lange wurden Prioritäten nicht angepasst. Und es wäre jetzt fatal, wenn wir die Verunsicherung der Menschen aber jetzt als Ausrede nutzen, die dringend notwendigen Veränderungen weiter hinauszuzögern. Denn gerade jetzt braucht es das Signal, wir verstehen Ihre Sorgen. Wir packen die Herausforderungen an, wir gestalten gemeinsam. Es wäre fatal, jetzt keine Veränderungen anzugehen, denn einfache alte Antworten haben ja erst viele der Krisen, die wir gerade spüren, überhaupt verursacht. Und auch wenn die Rahmenbedingungen nicht einfach sind, wir sind handlungsfähig, wir setzen Prioritäten, auch in diesem Haushalt. Sicherheit und Schule, Kinder und Klimaschutz, das sind große Themen des Haushalts 2024. Nordrhein-Westfalen ist bunt und weltoffen. Alle Menschen, unabhängig von Herkunft, Hautfarbe, Geschlecht oder Religion, sind hier willkommen. Sie haben das Recht auf freie Entfaltung und darauf, dass der Staat für ihre Sicherheit sorgt. Sicherheit ist ein Grundbedürfnis von uns allen. Und deswegen setzen wir an vielen Stellen an. Wir bauen schrittweise die Polizeikräfte weiter aus. Wir stärken den Kampf gegen Rechtsextremismus. Wir legen einen Schwerpunkt auf politische Bildung. Wir stärken die Staatsanwaltschaften, indem wir neue Stellen schaffen. Und mit dem Ausbau von Förderung von Frauenhäusern ermöglichen wir den Schutz der von Gewalt betroffenen Frauen und Kinder.
Wir stärken die Sicherheits- und Ermittlungsbehörden personell und wir packen gemeinsam an mit den Akteuren der Zivilgesellschaft und Initiativen, den Gewerkschaften und Frauenhäusern für die Sicherheit aller Menschen in Nordrhein-Westfalen. Bildung ist der Schlüssel für die berufliche und gesellschaftliche Teilhabe von morgen. Wir setzen hier einen klaren Schwerpunkt im Haushalt 2024. Denn im Bildungsbereich sparen hieße, an der Zukunft unserer Kinder zu sparen. Rechnen, Schreiben und Lesen sind die Basiskompetenzen, auf denen eine erfolgreiche Schullaufbahn aufbaut. Wir unternehmen mit zusätzlichen Stellen erste Schritte dabei, alle Schülerinnen und Schüler bestmöglich zu fördern. Und die Anforderungen gerade an Grundschullehrerinnen und Grundschullehrer gehen im Schulalltag über das Unterrichten ja deutlich hinaus. Und damit sich diese wieder stärker darauf konzentrieren können, entlasten wir sie durch den Einsatz von AlltagshelferInnen. Die Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Ganztagsplatz stellt alle vor eine weitere große Aufgabe. Mit 38.000 zusätzlichen Plätzen im offenen Ganztag im Primarbereich tragen wir unseren Teil dazu bei, dass diese Herausforderung gelingt. Denn unser Ziel in der Bildungspolitik bleibt, welche Schul- und Berufsausbildung ein Kind bekommt, darf keine Frage des Elternhauses sein. Fachkräftemangel, Finanzierungssorgen aufgrund von Energiepreis- und Tarifsteigerungen und Bürokratie. Die Kritik aus den Kitas ist laut und sie ist an vielen Stellen auch nachvollziehbar. Aber leider sind die Ursachen eben nicht so schnell und einfach behebbar, wie es wünschenswert wäre. Erste Stabilisierungen erfolgen aber im Haushalt 2024, beispielsweise mit der Verstetigung der Gelder für die Sprachkitas und AlltagshelferInnen. Das ist wahrlich keine Selbstverständlichkeit, denn wir steigen in einer schwierigen Haushaltssituation in die Verstetigung von Projekten ein. Kinder und ihre Zukunft haben für uns und in diesem Haushalt klare Priorität. Nordrhein-Westfalen zur ersten klimaneutralen Industrieregion in Europa zu machen, das ist eine große Aufgabe und gleichzeitig unsere riesige Chance. Jetzt die Weichen in Richtung Klimaneutralität zu stellen, heißt Wohlstand von morgen zu sichern. Und wir können hier auf eine breite Unterstützung aus Handwerk und bis zur Industrie bauen. Mit der größten Einzelförderung in der Geschichte des Landes Nordrhein-Westfalens sorgen wir gemeinsam mit dem Bund dafür, dass die Stahlindustrie in Nordrhein-Westfalen dekarbonisiert wird. Grüner Stahl kommt in Zukunft aus Duisburg. Und wir schaffen so die Grundlage für eine zukunftsfähige Beschäftigung zehntausender ArbeitnehmerInnen. Und wir bauen gleichzeitig die erneuerbaren Energien aus und sorgen so für bezahlbaren und sicheren Strom mit Technologien, die es bereits heute gibt und nicht die irgendeiner Science-Fiction entstammen. Denn wenn es ja hier um Vorschläge geht, dieser irre Vorschlag eines Fusionsreaktors, bei dem es ja seit 60 Jahren heißt, dass er übrigens in 30 Jahren dann mal soweit ist, das ist nämlich mehr Fiction als Science und darauf setzen wir nicht. Die Biodiversitätskrise ist eng mit der Klimakrise verbunden. Mit der Erhöhung des Naturschutzetats schaffen wir die finanziellen Rahmenbedingungen für Naturschutzmaßnahmen, die dem Arten- und Biotopschutz dienen. Wir arbeiten mit Nachdruck daran, die Lebensgrundlage für uns, zukünftige Generationen und alle Lebewesen zu erhalten. Wir DemokratInnen müssen in diesen schwierigen Zeiten zusammenhalten. Wir müssen gemeinsam Verantwortung übernehmen und gemeinsam anpacken. Dabei dürfen wir uns nicht auf den ersten Eindruck verlassen und dem Charme der vermeintlich einfachen Lösung erliegen. Wir müssen genauer hinschauen. Denn weder sind die Krisen der vergangenen Jahre komplett vorbei, aber sie haben uns auch nicht mehr ganz so im Griff wie noch vor einem Jahr. Und genau darin liegt unsere Chance. Denn gemeinsam können wir im Austausch mit den Menschen, der Wirtschaft und allen, die daran mitwirken wollen, die Zukunft in den Blick nehmen und sie gestalten. Und dafür bietet dieser Landeshaushaltsentwurf 2024 die Grundlage. Packen wir es an. Dankeschön.